Hallo und herzlich willkommen auf Lirella.de. Wir schauen uns nun weitere Aufgaben an zum Thema Integrieren, Stammfunktionen bilden, wie sie im Abitur von Baden-Württemberg vorkommen können. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel das Integral von 0 bis ln 2 von e hoch 2x dx. Das wollen wir nun ausrechnen. Das heißt, bevor ich dann hier das ausrechnen kann, muss ich erstmal die Stammfunktion der Funktion bilden, die hier im Integral drinsteht, e hoch 2x. Was ist die Aufleitung, das heißt die Stammfunktion von e hoch 2x? Nun, die 2x bleibt oben stehen. Und nun, wenn ich am Ende das ableiten möchte, die innere Ableitung wäre in dem Fall 2. Das heißt, ich muss es neutralisieren mit 1/2. 2 mal 1/2 ergibt 1. Das heißt, 1/2 e hoch 2x wäre die Stammfunktion dieser Funktion. Schreiben wir die Grenzen hier hin und berechnen. Wir wissen ja aus dem Hauptsatz der Integralrechnung, dass ich hier erstmal ln 2 einsetzen muss für x und dann minus die Funktion mit 0 eingesetzt. Das heißt, ich schreibe es mal hin, f von ln 2 minus f von 0, das wäre der Hauptsatz der Integralrechnung. Und jetzt setze ich ln 2 ein, das heißt, es wäre 1/2 e hoch 2 ln 2 minus f von 0, das ist minus 1/2 e hoch 2 mal 0. Dann rechnen wir das weiter. 1/2 2 mal e hoch 2 mal ln 2. Das heißt, hier steht, könnte ich das dritte Potenzgesetz anwenden, 2 mal ln 2 ist ja genauso wie ln 2 mal 2. Das heißt, hier steht e hoch ln 2 mal 2. Und dadurch, dass hier von der Potenz mal 2 steht, könnte ich das in Klammern hoch 2 machen. Drittes Potenzgesetz. Und hier minus 1/2 e hoch 0. E hoch 0 ist 1. Also steht einfach 1/2. Rechnen wir weiter aus. 1/2 e hoch ln 2. E und ln neutralisiert sich. Das heißt, es bleibt 2 übrig. Das heißt, hier steht 2 hoch 2 minus 1/2. 1/2 mal 4 ist 2. Minus 1/2 ist 1,5. Also ist die Lösung des Integrals 1,5. Schauen wir uns die zweite Funktion an, oder die zweite Aufgabe. Wir haben hier eine Stammfunktion k, die soll gerade die Stammfunktion der Funktion f von x sein, 2 minus 3 sinus 4x. Und wir wissen noch zusätzlich, dass der Punkt p01 auf der Funktion k liegen soll. Sollen wir die Funktion k bestimmen? Nun, wenn so eine Zusatzveranforderung steht, wie dass der Punkt, also irgendein Punkt auf der Funktion liegen soll, dann heißt es, ich muss die Funktion so weit nach oben oder nach unten verschieben, dass gerade dieser Punkt drauf liegt. Das heißt, diese Konstante c, die ihr beim Integrieren eigentlich immer irgendwo anfallen könnte, die aber meistens weglassen, die muss bestimmt gewählt werden, damit wir diesen Punkt erwischen. Also bilden wir erstmal die Stammfunktion dieser Funktion, also bilden wir erstmal k von x allgemein, das heißt, das leiten wir auf, 2 minus 3 sinus 4x, 2 aufgeleitet, 2x. Und jetzt hier minus 3, 3 bleibt stehen, sinus 4x, davon die Stammfunktion. Nun, Sinus aufgeleitet ist Minus Cosinus, das heißt, ich mache aus diesem Minus hier ein Plus, schreibe hier Cosinus 4x und damit sich die 4 neutralisiert, mache ich ein Viertel. Und jetzt, da wir den Punkt haben wollen, brauchen wir unsere Konstante c. Das heißt, unsere Funktion k von x, wenn wir vereinfachen, 2x plus 3 Viertel Cosinus 4x plus c. Das ist unsere Funktion. Und jetzt wollen wir, dass der Punkt P01 auf k liegt. Ja, die x-Koordinate ist 0, die y-Koordinate ist 1. Das heißt, für k von x trage ich jetzt 1 ein. Und jetzt trage ich überall für x 0 ein. Das heißt, 2x fällt weg. 0 plus 3 Viertel. Cosinus von 4 mal 0 ist immer noch Cosinus von 0. Plus c. Nun, Cosinus von 0. Wir wissen, der Cosinus beginnt bei 1. Das heißt, hier steht 3 Viertel mal 1, also einfach 3 Viertel plus c. Nun mache ich minus 3 Viertel. 1 minus 3 Viertel ist 1 Viertel, das heißt c entspricht 1 Viertel. Und die Stammfunktion, die wir gesucht haben, ist dann dementsprechend 2x plus 3 Viertel Cosinus 4x plus 1 Viertel. Das heißt, unsere Konstante c ist genauso gewählt, dass dieser Punkt auf der Funktion liegt. Dankeschön.